Hallo liebe Fabela IMAC-Zuschauer, Fabian hier mit einem Test zu Superman. Der Titel stammt von Chilingo, also den Machern von Race Illegal, Seed und Draw Race. Die Comic-Umsetzung für iOS ist ein klassischer Action-Titel geworden. Lex Luthor, der ewige Widersacher Supermans, hat einen neuen Wettersatelliten entwickelt, der mit Sicherheit nicht nur dazu genutzt werden soll, das Wetter zu kontrollieren. Superman schickt sich an, das Ganze mal zu untersuchen. Die Handlung wird von, sagen wir mal, eher unspektakulären Zwischensequenzen fortgeführt, die man auch noch manuell weitertappen muss. Aber entscheidend ist ja vor allem das Gameplay. Ihr kontrolliert Superman aus einer klassischen 2D-Seitenansicht und vermöbelt in 18 Missionen die bösen Buben von Metropolis. Ihr fliegt mit Superman durch die Stadt. Pfeile und Markierungen signalisieren euch, wo es etwas zu erledigen gibt. Ihr müsst Räuber aufhalten, abstürzende Flugzeuge vor dem Absturz bewahren, Feuer löschen, Kometen sowie Lex Luthors Roboterarmee zerstören. Je länger ein Level dauert, desto mehr habt ihr zu erledigen. Ein Balken am oberen Bildschirmrand zeigt euch an, wie es um das Wohl der Stadt bestellt ist. Technisch ist das Spiel bewusst oldschool gehalten, sowohl was die Farben angeht, als auch das Grafikdesign und die Effekte. Aber selbst wenn man die Oldschool-Design-Absicht hinzuzieht, ein hübsches Spiel ist Superman nicht wirklich. Auch der Sound mit dem bekannten Superman-Theme ist eher unspektakulär. Auch in Sachen Steuerung kann ich nur begrenzt positiv über das Spiel berichten, denn Superman-Spezialkräfte wie der Hitzeblick werden kontextsensitiv, also situationsabhängig aktiviert. Sprich, es kann euch schon mal passieren, dass, obwohl ihr einen Feind mit dem Hitzeblick rösten wollt, das Spiel denkt, ihr wärt schon im Nahkampf, so dass Superman nur mit der Faust zuschlägt. Das wäre ja auch nicht weiter schlimm, nur kann es sein, dass ihr dann wiederum noch zu weit vom Gegner wegsteht und ihn gar nicht trefft. Also ist alles an Superman schlecht? Nein, ganz und gar nicht, denn mein Fazit ist, dass Superman für iOS durchaus Spaß macht. Das ist einfach ein total unkomplizierter Arcade-Titel mit reichlich Abwechslung, dem aufgrund der beschriebenen Mängel eine höhere Wertung einfach vorenthalten bleibt. Superman ist für 79 Cent im App Store erhältlich, dürfte sich aber eher an Superman-Fans richten.